Okay. Eine Eliminierung aus dem hohen Gras versteckt die Leiche vor den anderen. Okay. Das werden wir tun. Wunderbar. Habt ihr den Ort vorbereitet? Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Der Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Nach, oder? Die Chefin will Ergebnisse, und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Sie haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Oben ist keiner, oder? Nein, da ist keiner zu sehen. Verdammt, der oben. Der guckt hier in meine Richtung. So, jetzt können wir doch rüber. Gleich holen wir uns denn mit der roten Mütze. Dazu müssen wir aber erstmal in diesen Grashaufen. Das wird ein bisschen knapp. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das. Komm mal kurz ins Gras, bitte. Danke. Ja, da oben macht mir auch ein bisschen Sorgen, aber wir holen uns erstmal den hier. Okay. Funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir gerade gedacht habe. Scheiße, der eine ist im Weg. Sonst könnte ich jetzt hier an die Kante klettern und ihn einfach runterziehen. Hat mich ein bisschen gesehen. Habt ihr gesehen? So, scheiße, ich hätte ihn aber besser im Gras töten sollen. Also töten. Ausschalten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er sie tötet. Na, komm, wir laufen mal da lang. Upsa. Gut, er sieht ihn aber nicht. Der ist, glaube ich, so geschützt von der Mauer. Laufen unten lang, komm Sam. Viele hier stehen, Mann. Sieht man nett. Wo muss ich denn hin? Du hast nichts gesehen. Okay. Und da ist auch noch der eine, Mann. Oh, es sind überall welche. Schade, ich dachte, wir könnten vielleicht auch hochklettern. Wohin jetzt, Mann? Wohin jetzt? Sicherlich da hoch. Alter. Scheiße, hat mich gesehen. Weg, 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 weg. Keine Deckung. Wuhu.
So. Safe. Du Mistkerl. Komm immer mehr. Erwischt. So, nimm mal schnell die Waffe. Was, er hat es überlebt? Wahnsinn. Komm, wir können weiter. Aktion. Sammeln wir gerne auf. War klar, dass du hier guckst. Lebst noch, du Mistkerl, Mann. So. Erwischt. Du sollst doch nicht runter. Guck mal, da stehst du. Ich sehe dich, Mr. Rotkappe. Alter. So. Next one. Da. Bam, 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 bam. Voll die Ladung. Das war nicht ohne. Ja, das fand ich auch ganz gut. Jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Das muss jemand gehört haben, auf jeden Fall. Ja, wir gehen mal weiter. Das mit der Heimlichkeit funktioniert nicht ganz so gut. Wir müssen da hoch. Ast, seht ihr das? So. Whoops. Aua! Ein bisschen wehgetan. So. Jetzt mal in Richtung bringen und Schwung. Und wir sind da. Okay. Direkt hinter diesen Mauern. Dahin müssen wir. Wie kommen wir dahin am besten? Hier entlang, oder wie? Und runter geht's. Dieses reiche Arschloch. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Haare verloren und dann hält der Penner mir einen Schlägt. Toll. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. So. Mal tief durch und geh mal eine Runde. Scheiße, will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Wie er sich aufregt. Da oben ist noch einer, verdammt. Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Ach, solange sein Geld fließt, soll es mir egal sein. Ja, richtig. Drake taucht hier auf? Nadine glaubt das wohl. Ich würde ihn und seine Bande zu gerne hier sehen. Das geht uns allen so. Dreh dich bitte wieder um. So. Einer erledigt. Fehlen noch zwei. Mistkerl da oben. Erstmal dich. Auf Wiedersehen. So, und jetzt dich. Okay, weiter geht's. Wohin? Dahin. Und jetzt dahin, auf das eine. Auf das eine, auf das eine. Ja, sehr gut. Sam, hier lang.
Cool. Cool. Richtig gut. Die Kathedrale, Mann. Richtig bombardiert. Auseinandergenommen von denen. So, dahin. Gar kein Problem. Ja, am besten da irgendwie dort hinten hin. Sehr gut. Dann schaffe ich das auch. Natürlich. Warst du schon mal Bungee springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Auf jeden Fall. Er war noch nie Bungee springen, aber das ist besser. Also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und geschossen werden. In die Luft gejagt. Schlagen. Täten. Okay, okay, verstehe. Mit Messern, Drogen. Sehr gut. Ein aufregendes Leben hatte unser guter Nathan. Dahin muss ich. Sehr gut. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Ah, wohin? Dahin? Kommt nur wieder Nein, genau. Jetzt weiter rein. So. Das werde ich erwischen. Und hopp! Sehr gut. Kaum weiter rüber und dann können wir hier an die Kante. Ja. Perfekt. Und jetzt? Okay. Bloß den richtigen Knopf drücken. Easy. Guter Abgang. Komm, Sam. Aber wie weit hinten der Mann ist. Sam. Gott, Sam. Hey, hilf mir mal. Eil dich bitte. Los, Mann. Beeil dich. Und hoch. Komm schon. Komm schon. Fehlt nicht viel. Und durch. Sehr gut. Da sind wir. Tagebucheintrag. Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Umblättern? Suchen wir das Grab. Okay. Hey Nathan, Rafe Adler. Bei dem sind zwei Entermesser. Cool. Bei wem? Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay. Das sind 59. Und die Schwerter müssen runtergucken, okay. So wie das. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Das ist es auch nicht. Grabstein mit allen drei, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Das ist auch nicht, da stimmt die Daten nicht. Die Jahre stimmen da nicht. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Oh, da ist noch eins. Das passt nicht. Wie sieht's damit aus? Das ist nicht zu erkennen. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Nein. Die Daten sind falsch. Okay. Ich werde gucken hoch, das ist nicht richtig.
Da hinten ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Und hier ist auch eins, aber das passt wieder nicht, weil die Sperrer nach oben hingucken. Schauen wir uns erstmal das hier an. Hier ist kein Datum zu sehen. Ja, die Schwerter passen. Ja, das Datum passt auch. Das Jahr auch. Sam, komm her. Benjamin Bridgman. Bist du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Aha! Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Oh, hier liegen bestimmt ein paar Schätze rum. Sieh mal an. Wir schauen uns mal kurz hier um. Könnt ihr nämlich so viel hier sehen. Auch noch runter. Aber hier unten ist nichts. Okay. Alles sehr schön. Ja, das meine ich. Guckt, seht ihr, Freunde, also man kann jetzt hier alles tot suchen. Nach irgendwelchen Schätzen und so weiter. Aber man möchte ja eher was vom Spiel sehen. Also man möchte ja die Geschichte sehen und so weiter. Schätze sammeln, das könnt ihr gerne tun, wenn ihr euch das Spiel kauft. Könnt ihr euch die Schätze... Könnt ihr alle Schätze sammeln gehen, wenn ihr wollt. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Sam. Und wir gehen runter. Mal sehen, was wir hier haben. Ja, ich bin auch gespannt, was wir hier unten finden werden. Alter, wie cool. Das hat man nicht gesehen. Hätte man keine so Thermalkamera oder sowas benutzen können? So. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Also ich meine so ein Thermalscanner oder sowas. Was ist das denn? So eine Art... Das hat ein alter Mönch geschrieben. Ja, lass uns das mal lesen. Endlich ein Wunder und das am Feiertag unseres heiligen Dismas. Wochen nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzufordern, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und mein Novize unser Morgengebet sprachen. Ein erschreckender Anblick. Kieselfarbene Augen und ein dichter, ungepflegter Bart. Er trug die Kleidung eines Schiffskapitäns und besaß ein prachtvolles Schwert sowie einen großen Lederbeutel. Wir luden ihn ein, sich zu uns zu gesellen. Und er nahm die Einladung dankbar an. Während dem Essen erzählte der Fremde eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seine Kameraden auf heiligem Boden zu begraben. Dabei bekannte er eine Art Verwandtschaft mit unserem heiligen Dismas. Und daher teilten wir unsere eigene leidvolle Geschichte mit ihm. Die Ländereien verwahrlost, kein Geld und von der Krone und die Kathedrale bis auf uns zwei verlassen. Er nickte wissend, bevor er eine Menge Goldmünzen aus seiner Tasche zog, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Der Fremde bot uns Gold im Austausch gegen unser Land an und all die Bauten an, die sich auf ihm befanden. Obwohl meine Überzeugungen mit meinem Verlangen im Konflikt lagen, spürte ich, dass eine Ablehnung töricht wäre. Mit dieser Menge Gold können wir anderswo gewiss mehr Gutes tun als hier in dieser verlassenen Küste. Was dem Fremden angeht, mögen diese Lande seinen Vorhaben gute Dienste leisten, wie auch immer diese aussehen. Das war der Captain Henry Avery. Hat er dieses Land gekauft von den Mönchen? Um seine Kameraden zu bestatten oder sein Gold zu verstecken. Alter. Da liegt doch was, oder? Jo. Eine Münze. Ups, die falsche Taste gedrückt. Nein. Schätze. Ein schottischer Halfpenny. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Wenn nicht, seid mir nicht böse. Da sind sie ja alle. Jesus, dies machst zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Sie haben einen Tagebucheintrag. Okay. Good Thief, Jesus Jerk Thief. Okay, und was will Sam? Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Du sagst es. Damit können wir nichts anfangen, oder? Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Ah, und das ist ein Rätsel. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Wow. Das ist doch mal was. Okay. Und jetzt müssen wir sehr wahrscheinlich die Lichtpunkte auf diese Seite der Mauer. Auf diese Kristalle oder was auch immer lenken. Und das machen wir, indem wir das von hier aus betätigen. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte. Okay. Wunderbar. So. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt auch. Glaub mir. So. Das sieht gut aus. Und nur noch dieser Gismas oder so. Gestas. Keine Ahnung, ist mir egal. Du hast es. Natürlich! Ich bin doch der beste Mann. Okay, probieren wir es mal. Wow. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Na verdammt, komm. Dann müssen wir wohl durch. Da müssen wir durch. Da müssen wir zur Kathedrale und zu dem Verrückten. Mit seiner Söldnerarmee. Die lauern bestimmt schon alle da draußen. Die lauern alle da draußen jetzt und warten auf uns. Ja! Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Was vom Spätzle auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi aus. Wenn wir die Kurve von denen hören, sehe ich nach. So, ein paar habe ich markiert. Vielleicht denn noch irgendwo einer rum? Kann ich nicht da unten lang? Das wäre zu göttlich, ey. Nee, es geht nicht. Aber da könnte ich auf jeden Fall hochklettern. Pass mal bitte ab. Was? Nach einem Sprung Ding halten und dann Kanten ignorieren. Ist noch einer, seht ihr das? Okay. Ist da hoch. Alter, bitte nicht. Oh.
Wow, wow, wow. Ja? Sieht gut aus. Mach keinen Scheiß, Mann. Kommt hierher. Schnappen wir uns, wenn er hier runter gucken will. Komm runter. Alter, lässt los! Kranker Hund. So, zack, ihn markieren. Wunderbar. Oh, oh. Scheiße. Scheiße, Mann. Das muss doch jedes Mal wieder passieren, gell? Geh doch bitte down, ey. Ja, Gott sei Dank, ey, haben sie mich erschossen, weil das... Oh, das nervt mich total, Mann. Ich sehe dich.